Ehrlichkeit auch antreibt, wahrscheinlich ja, auch quält, ein Stück weit. Wenn man den nicht hat, dann kann man es oft mit einem Instrument, den musst du haben. Weißt du, das ist, ich habe ja die Geige hier, die haben wir noch gar nicht benutzt. Und ich weiß, wir kommen so langsam zu Ende der Geschichte. Aber weißt du, wenn du nicht, du hast ja nicht wie beim Klavier irgendwie Tasten, die du runterdrückst. C und dann D. Und hier du musst kennst du wirklich, mich, deshalb habe ich nie angefangen, Geige zu spielen. Deshalb spiele ich Klavier. Du kannst ja nicht sehen, wo das C ist oder das A. Ne? Aber ja. das ist unglaublich wichtig, dass du diese Intonation hast. Ne? Natürlich Musik damit machen. Ich muss eine Geschichte erzählen. Ja, eben. Und wie stark hängt das jetzt von deinen Emotionen ab? Die persönliche. Das ist wie eine Sprache. Du musst mit dem Instrument halt kommunizieren. Das ist eine Art Verschmelzen auch. Ja, mit dem Instrument. Aber das Verschmelzen kommt halt, indem du jeden Morgen und so weiter, halt rauf und runter. Und dann kommt irgendwann mal, wenn das funktioniert,